Möchtest du, dass dein Obst und Gemüse deutlich länger frisch ist? Dann zeige ich dir in diesem Video 8 unglaubliche Tricks, die leider immer noch viel zu wenig Menschen kennen. Nach diesem Video musst du nie wieder zu früh deine Lebensmittel entsorgen. Wenn du dir einen Brokkoli gekauft hast, solltest du diesen aus der Verpackung holen. Jetzt schnappst du dir ein Glas und hier solltest du Wasser hereinfüllen. Und zwar so viel, dass du jetzt den Strunk hier reinstecken kannst und dieser komplett im Wasser verschwindet. Denn dadurch bleibt der Brokkoli deutlich länger haltbar. Am besten bewahrst du ihn so in deinem Kühlschrank auf. Wenn du dir eine Avocado gekauft hast, aber nicht die gesamte Frucht isst, sondern nur die halbe, möchtest du, dass die zweite Hälfte so lange wie möglich ihre Farbe behält und frisch bleibt. Auch hierfür gibt es einen genialen Trick. Dafür solltest du ein Zewa-Tuch hier drauflegen und das Ganze jetzt ordentlich anfeuchten. Drücke es jetzt gut an und wickel es dann luftdicht in etwas Frischhaltefolie ein. So kannst du es in den Kühlschrank legen. Es bleibt einige Tage länger frisch und behält vor allem seine schöne grüne Farbe. Wenn du dir ein paar frische Erdbeeren gekauft hast, kommen diese meistens in einer Papp- oder Plastikschale. Was du als erstes machen solltest, ist sie einmal aus der Schale herauszugeben und jetzt ein Stück Zewa in die Schale hereinzulegen. Dieses sollte komplett trocken sein. Danach kannst du die Erdbeeren hier einfach wieder hereinkippen und solltest sie dann so aufbewahren. Denn so kann überschüssige Feuchtigkeit hierdurch aufgesaugt werden. Das gleiche funktioniert übrigens auch bei Heidelbeeren, Himbeeren oder anderen kleinen Beeren. Wichtig hierbei ist aber auch, dass du alle Früchte vorher aussortierst, die schon schlecht sind. Auch dann am besten wieder im Kühlschrank aufbewahren. Eine solche Ingwerknolle solltest du in kleinere Stücken brechen, damit sie in ein Glas passt, wo du unbedingt einen Deckel für haben solltest. Denn hier kannst du jetzt den gesamten Ingwer einfach hereinlegen und das Ganze dann mit Wasser auffüllen, bis es bis oben hin gefüllt ist. Danach machst du einen Schraubdeckel drauf und stellst das Ganze am besten wieder in deinen Kühlschrank. Denn hier hält er sich besonders lange. Wenn du dir einen solchen Salat gekauft hast, dann solltest du im ersten Schritt alle Blätter abmachen, die schon nicht mehr so gut aussehen oder sogar verwelkt sind. Danach schnappst du dir ein Papiertuch und wickelst den unteren Strunk darin ein. Mach ihn jetzt ordentlich nass, drück ihn dann nochmal gut an und zu guter Letzt solltest du den gesamten Salatkopf dann in etwas Folie einwickeln. Nachdem du ihn jetzt komplett in Frischhaltefolie eingewickelt ist, damit er luftdicht verschlossen ist, kannst du ihn auch hier wieder in den Kühlschrank stellen, damit er so lange wie möglich haltbar ist und frisch bleibt. Übrigens kann es sehr gut für deinen Kühlschrank sein, wenn du hier Salz hereingibst. Aber nicht einfach den Salzstreuer oder die Verpackung, sondern einfach nur eine kleine Schale, wo du eine kleine Menge Salz hineingibst. Dieses kannst du im besten Fall jetzt nämlich in die Gemüseschublade legen. Besonders Gurken zum Beispiel bleiben dadurch länger haltbar, da das Salz hier die überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt. So kannst du im Allgemeinen schon dafür sorgen, dass solche Lebensmittel wie Gemüse in deinem Kühlschrank deutlich länger haltbar sind. Für Tomaten ist alles, was du brauchst, etwas Klebeband. Reiß ein Stück davon ab und klebe es jetzt hier oben auf den Strunk. Es muss gar nicht so lang sein wie das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Nur ein kleines Stück, welches den gesamten Strunk überdeckt, reicht bereits aus. Denn dadurch reift die Tomate nicht so schnell nach und sie ist deutlich länger haltbar. Mit dieser Methode schaffe ich es, dass meine Tomaten sogar bis zu 14 Tage frisch bleiben. Wenn du mehrere Bananen an einem Strunk gekauft hast, dann solltest du dafür sorgen, dass der Strunk komplett versiegelt ist. Denn so können die Bananen auch nicht so schnell nachreifen und sind deutlich länger frisch. Am besten geht das mit etwas Wachs. Lege dir dafür etwas unter, mache eine Kerze an und träufel jetzt überall um den Strunk herum ein wenig Wachs, damit dieser am Ende komplett damit bedeckt ist. Jetzt werden die Bananen deutlich länger frisch bleiben. Und wenn du jetzt noch 3 geheime Handtuchtricks kennenlernen möchtest, mit denen Hotels ihre Gäste begeistern, dann schau dir das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.